Willst du deine Zukunft erfahren? Diese Fragen werden dir ein paar Hinweise offenbaren. Wähle deine Antwortmöglichkeit aus und vergiss nicht, deine Punkte zu zählen. Am Ende des Videos erwartet dich die Auswertung. Hier kommt die erste Frage. Wähle eine Tür aus. Tür A bringt dir einen Punkt. Für Tür B gibt es 4 Punkte. Hast du dich für Tür C entschieden, erhältst du 2 Punkte und Tür D ist 3 Punkte wert. Welche dieser Optionen würdest du bevorzugen? Im Lotto gewinnen, ein Date mit deinem Lieblingsschauspieler, einmal ordentlich ausschlafen, Superkräfte bekommen und die Welt retten. Option A bringt dir 3 Punkte. Hast du dich für B entschieden, sind es 2 Punkte. Option C ist 1 Punkt wert und für Option D gibt es 4 Punkte. Wähle die Straße, die dir am besten gefällt. Die Route durch die Berge bringt dir 3 Punkte. Für die Straße durch die Wüste erhältst du 4 Punkte. Die Fahrt durch den Sonnenaufgang liefert 2 Punkte und für die Straße durch den Regenwald bekommst du 1 Punkt. Wie oft schwelgst du in Tagträumen über deine Zukunft? Alle 5 Sekunden? Manchmal? Nie? Welche Zukunft? Für Option A gibt es 1 Punkt, Option B bringt dir 2 Punkte. Hast du dich für C entschieden, erhältst du 3 Punkte und Option D ist 4 Punkte wert. Welches Bild inspiriert dich am meisten? Nordlichter, Regenwald, Sakura in voller Blüte, Sonnenuntergang an einem entlegenen Strand. Ist deine Wahl auf A gefallen, bekommst du 4 Punkte. Option B ist 3 Punkte wert. Für Antwort C gibt es 2 Punkte und Option D bringt dir 1 Punkt ein. Wie sähe der perfekte Urlaub für dich aus? Allein in der Natur wandern gehen. Ich bin gerne allein. Luxus-Wellness mit Freunden, weil wir es uns wert sind. Familientreffen in einem Landhaus. Ein Leben ohne sie kann ich mir nicht vorstellen. Extremsport und Abenteuer. Variante A liefert 2 Punkte. Entscheidest du dich für B, erhältst du 3 Punkte. Für C gibt es 1 Punkt und Option D ist 4 Punkte wert. Machst du dir Sorgen um die Zukunft? Manchmal, ich habe gerne einen Plan B. Nie, ich lebe für den Moment, immer. Ich versuche, alles zu kontrollieren. Nein, ich bereue andauernd meine Vergangenheit. Spricht dir A aus der Seele, erhältst du 3 Punkte. Für Antwort B gibt es 4. Option C ist 1 Punkt wert und für D bekommst du 2 Punkte. Welche ist deine häufigste Emotion? Friede, Enthusiasmus, Freude, Unruhe. Option A bringt 3 Punkte. Fällt deine Wahl auf B, gibt es 4 Punkte. Für Option C bekommst du 1 Punkt und Option D schlägt mit 2 Punkten zu Buche. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Bücher lesen und Filme schauen? Mit Freunden Party machen und neue Leute kennenlernen? Lernen und neue Fähigkeiten erwerben?
künstlerisch tätig sein und Inhalte erstellen. Für Option A bekommst du einen Punkt, Option B bringt dir 4 Punkte. Antwort C hat 3 Punkte im Gepäck und Antwort D ist 2 Punkte wert. Wie viele deiner Lebensziele hast du bereits erreicht? 0. Meine To-Do-Liste für dieses Leben ist zu 50% abgearbeitet. Alle, was ich will, hole ich mir. Ich setze mir keine Ziele, das Universum macht das schon. Entscheidest du dich für A, erhältst du einen Punkt. Antwort B liefert 2 Punkte. C ist mit 3 Punkten dabei und Option D bringt dir 4 Punkte. Wie würdest du dein Sozialleben beschreiben? Sozial was? Ich habe ein paar loyale Freunde. Alle Menschen sind meine Freunde. Mein Freundeskreis wechselt andauernd. Mit Antwort A sammelst du 2 Punkte. B bringt dir einen Punkt. Trifft Antwort C für dich zu, bekommst du 3 Punkte. Für D gibt es 4. Wenn du dir eine Karriere aussuchen könntest, welche wäre das? Schauspieler, ich stehe gerne im Mittelpunkt. Arzt, ich möchte anderen helfen. Architekt, ich schaffe gerne Räume. Astronaut, ich möchte neue Welten entdecken. Entscheidest du dich für A, erhältst du 2 Punkte. Option B bringt dir einen Punkt. C ist 3 Punkte wert. Antwort D kommt mit 4 Punkten daher. Suche die Frau aus, die dir am besten gefällt. Fällt deine Wahl auf Dame A, gibt es 2 Punkte. Dame B hat einen Punkt für dich dabei. Option C ist 3 Punkte wert und Antwort D liefert 4 Punkte. Wie bereitest du dich auf deine Zukunft vor? Ich entwerfe hübsche Schaubilder. Ich rede mit meinen Freunden darüber. Über aktuelle Probleme nachdenken und Lösungen finden. Ich mache jeden Tag einen Schritt. Option A bringt einen Punkt, für B gibt es 2 Punkte. Antwort C liefert 3 Punkte und für Option D erhältst du 4 Punkte. Was ist dein größter Traum? Eine liebevolle Beziehung? Geld und ein luxuriöser Lebensstil? Meine wahre Leidenschaft ausleben? Einen besonderen Menschen wirklich glücklich machen? Fällt deine Wahl auf A, bekommst du 2 Punkte. Mit Option B fährst du 3 Punkte ein. Für Antwort C gibt es 4 Punkte und D bringt dir einen Punkt. Glaubst du an dich selbst? Irgendwie schon? Ja, natürlich, immer. Nein, ich bin nicht gerade perfekt. Ich handle lieber, statt über sowas nachzudenken. Für Option A gibt es einen Punkt. Entscheidest du dich für B, erhältst du 3 Punkte. Antwort C ist 2 Punkte wert. Option D macht dich um 3 Punkte reicher. Unterstützen dich deine Eltern? Nein, ich bin auf mich allein gestellt. Nicht wirklich, sie haben ihre eigenen Probleme. Ja, mein Glück ist ihnen sehr wichtig. Nur ein bisschen, wenn ich um Hilfe bitte. A ist 3 Punkte wert. Antwort B hält 4 Punkte für dich parat.
Option C bringt dir einen Punkt ein, für Option D bekommst du 2 Punkte. Wähle das Zitat, das dir am besten gefällt. Zeit ist Geld, Benjamin Franklin. Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade daraus, Albert Hubbard. Wenn du glücklich sein willst, sei es, Leo Tolstoi. Auch eine 1000 Kilometer lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Laut hierzu. Zitat A ist 3 Punkte wert. Zitat B bringt dir 2 Punkte. Fällt deine Wahl auf Zitat C, erhältst du einen Punkt. Für Zitat D gibt es 3 Punkte. Was klingt am ehesten nach dir? Freundlich, cool, beliebt? Ernst, schüchtern, verlässlich? Ruhig, weise, friedvoll? Drama Queen! Antwort A bringt dir 2 Punkte. Für Option B gibt es 1 Punkt. Mit Antwort C wächst dein Punktekonto um 3 Punkte und Option D ist 4 Punkte wert. Welche Pflanze magst du am meisten? Sonnenblumen erwärmen immer mein Herz. Kakteen, wir haben viel gemeinsam. Orchideen, ich liebe ihre erhabene Schönheit. Rosen, es geht doch nichts über den Klassiker. Blume A ist 4 Punkte wert. Pflanze B bringt dir 1 Punkt. Mit Blume C erhältst du 3 Punkte. Option D liefert dir 2 Punkte. Wähle ein Emoji. Lachen. Schüchtern. Pokerface. Sonnenbrille. Option A bringt 1 Punkt. Option B bereichert dich um 2 Punkte. Für Option C gibt es 4 Punkte. Mit Emoji D wandern 3 Punkte auf dein Konto. Wofür würdest du dich entscheiden? Reich sein, aber nie die wahre Liebe finden? Die wahre Liebe finden, aber nie reich werden? Ich bin schon reich, wo ist mein Seelenverwandter? Ich spiele solche Spiele nicht. Antwort A ist 3 Punkte wert. Für Antwort B gibt es 1 Punkt. Entscheidest du dich für C, erhältst du 2 Punkte. Option D hält 4 Punkte für dich bereit. Bereit für dein Ergebnis? Rechne deine Punkte zusammen und dann kann es losgehen. 22 bis 35 Punkte. Du wirst eine wundervolle Beziehung führen. In deiner Zukunft geht es darum, eine wundervolle Beziehung zu führen. Du wirst die richtige Person treffen, die deine Lebensziele teilt und wertschätzt. Zusammen erschafft ihr Schritt für Schritt das Leben eurer Träume. Diese Reise bringt dir tagtäglich Freude und Zufriedenheit. 35 bis 50 Punkte. Du wirst deine Vorstellung von Liebe überdenken. Deine Zukunft wird dich nötigen, deine Vorstellung von der Liebe zu überdenken. Du wirst deinen wahren Seelenverwandten treffen, wenn du es am wenigsten erwartest. Diese Person wird dich inspirieren, eine bessere Version deiner selbst zu werden. Diese Erfahrung wird wundervoll, wenn ihr lernt, einander mit Respekt zu behandeln. 50 bis 65 Punkte. Du wirst die Karriere deiner Träume haben. Glückwunsch! In deiner Zukunft erwartet dich die Karriere deiner Träume. Du bist zielstrebig und kannst alles schaffen, wenn du es wirklich willst. Bleibe fokussiert und sei gewiss, dass die Sterne auf deiner Seite sind. Du wirst deinem Traum vielleicht sogar entwachsen und eine Gemeinschaft Gleichgesinnter aufbauen, um Erfahrungen auszutauschen und den Sinn eines höheren Ziels zu verstehen. 65 bis 88 Punkte. Deine Zukunft wird dich überraschen. Du musst 15 Fragen beantworten. Halte dein Handy bereit, damit du nach jeder Frage deine Punkte notieren kannst. Am Ende zählst du sie zusammen und erfährst, was deine wahre Berufung ist. Erstens, wenn du Zugang zu einer Zeitmaschine hättest, wohin würdest du lieber reisen? A. In die Vergangenheit, ich bin Geschichtsfan. B. In die Zukunft, ich kann es kaum erwarten, fliegende Autos zu sehen. C. Reisen ist nicht so meins, ich würde das Ding an jemand anders verkaufen. Oder D. Zum Great Barrier Reef oder Paris. Ich reise lieber an neue Orte statt durch die Zeit.
Option A bringt dir 40 Punkte ein. Hast du dich für B entschieden, bekommst du 20 Punkte. Mit Antwort C hast du 10 Punkte verdient. Und D ist 30 Punkte wert. Zweitens, was ist deiner Meinung nach die schlechteste Idee? A. Jemandem vollen Zugang zu deinen sozialen Medien zu geben. Er oder sie kann also in deinem Namen kommentieren und posten. B. Bis zum Ende deines Lebens in jedem Urlaub an den gleichen Ort zu reisen. C. Einen Monat lang jemand anderes deine Kleidung bestimmen zu lassen. Oder D. Dein nervigster Kollege wird zu deinem Chef befördert. Falls du dich für A entschieden hast, holst du dir 30 Punkte. B verschafft dir 20 Punkte, C ist 40 wert und D bringt dir 0 Punkte. Drittens, am glücklichsten bist du, wenn du A. die Lösung für ein technisches Problem findest, das niemand anders lösen konnte, B. einem Freund oder einer Freundin bei einem lange bestehenden Problem hilfst, C. auf der Bühne auftrittst, du kannst nicht ohne Aufmerksamkeit leben, oder D. allein ein Bild malst, eine Geschichte schreibst oder etwas bastelst. Technikbegabte können sich mit 20 Punkten belohnen. Hast du mit B geantwortet, hast du dir 30 Punkte verdient. C ist 10 Punkte wert und D bringt dir 40 ein. Viertens, deine Freunde und Freundinnen rufen an. Sie sind in 30 Minuten bei dir. Worum kümmerst du dich als erstes? A. Im Kühlschrank nachsehen, was ich kochen kann. B. Als erstes muss dringend die Bude aufgeräumt werden. C. Ich muss eine Playlist für den Abend erstellen. Musik sorgt für die richtige Stimmung. Oder D. Wo ist mein Autoschlüssel? Ich verschwinde. Überraschungen sind so gar nicht mein Ding. Der Blick in den Kühlschrank bringt dir 30 Punkte, das Aufräumen 20. Für die richtige Musik bekommst du 40 Punkte und für die Flucht 10. Fünftens, du gewinnst unbegrenzten Zugang zu deiner Lieblingsattraktion im Vergnügungspark. Welche ist es? A. Autoscooter, extremer als das geht nicht. B. Warte, eine Achterbahn mit 7 Loopings, genau mein Ding. C. Ich liebe Karussells. Oder D. Kann ich den Gutschein gegen einen für unbegrenzt Farbe und Bastelmaterial eintauschen? Option A bringt dir 10 Punkte, B 20 Punkte, C ist 30 Punkte wert und D 40. Sechstens, beschreibe dein perfektes Workout. A. Zeig mir einfach das nächste Fitnessstudio, ich bin der Typ für Laufbänder und Bankdrücken. B. Mein perfektes Workout ist gar kein Workout, außer wir zählen Film- und Serienmarathons als Sport. C. Yoga ist alles, es beruhigt mich und hält mich fit. Oder D. Ich gehe morgens und abends laufen. Wenn Option A nach dir klingt, belohn dich mit 20 Punkten. Ist B eher deins, holst du dir 10 Punkte. Hast du dich für C entschieden, sind das 40 Punkte und zu guter Letzt verschafft D dir 30. Siebtens, wie viel Zeit verbringst du täglich auf Social Media? A, dafür habe ich keine Zeit. B, nicht mehr als eine Stunde. C, etwa 3 Stunden, wenn mir in der Schule oder im Büro langweilig ist. Oder D, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Es ist mein Leben. Hast du dich für Option A entschieden, bekommst du 20 Punkte. Für Option B gibt es 10 Punkte. C verschafft dir 40 und D 30 Punkte. Achtens, welches Social-Media-Verhalten klingt am meisten nach dir? A. Ich poste meistens über alle Dinge, die mir so passieren. B. Ich scrolle hauptsächlich durch den Feed und suche nach Events. C. Ich teile witzige Memes und Nachrichten. Oder D. Ich mache gar nichts davon. A ist 30 Punkte wert, B verschafft dir 40, C bedeutet 10 und D 20 Punkte. Neuntens, entscheide dich für das Bild, das zu deiner Stimmung passt. A, ein friedlicher Sonnenaufgang, ich bin ziemlich glücklich da, wo ich gerade bin. B, eine Kreuzung, ich weiß nicht wie weiter. C, eine hektische Stadt, ich habe immer was vor und das gefällt mir. Oder D, Blitze und Gewitter, gerade ist es nicht einfach.
Dein innerer Frieden bringt dir 30 Punkte. Falls du dich nicht entscheiden kannst, bekommst du 40 Punkte. Schwer beschäftigte Leute kriegen 10 Punkte und für die Blitze bekommst du 20. Zehntens. Du beschließt, deine Zimmerwände neu zu malern. In welcher Farbe? A. Grün, die Farbe der Harmonie, von der ich mehr brauche. B. Grau, elegant, gelassen, sachlich, genau wie ich. C. Eine Farbe allein ist zu langweilig. Ich mache eine Wand orange, eine violett und zwei gepunktet. Oder D. Blau, hell und weitläufig. A bringt dir 30 Punkte, B ist 10 wert, C verschafft dir 40 Punkte und D 20. 11. Zeit, die neue leere Wand zu füllen. Wofür entscheidest du dich? A. Eine abstrakte und simple Zeichnung, vielleicht deine Initialen. B. Ein Zitat aus deinem Lieblingslied oder Buch. C. Eine Fotokollage, Bilder von Familie, Freundeskreis und Reisen. Oder D. Etwas Praktisches, eine To-Do-Liste oder ein Monatskalender wären gut. Hast du dich für A entschieden, holst du dir 20 Punkte. Für B gibt es 30, für C 40 und für D immerhin noch 10 Punkte. 12. Herzlichen Glückwunsch. Du hast einen Überraschungsbonus auf der Arbeit bekommen. Wofür gibst du ihn aus? A. Zwei Worte, Designer-Outlet. B. Ich miete ein großes Haus mit Pool und schmeiße eine Party für alle meine Freunde. C. Wie viel kostet ein Privatjet aktuell? Oder D. Ich investiere es, um das Geld langfristig zu verdoppeln. Als Fashion-Fan schnappst du dir 40 Punkte. Feierwütige bekommen 30 Punkte. Der Jet bringt dir 20 und Investment-Fans verdienen direkt 10 Punkte. 13. Beschreibe dein perfektes Büro. A. Mein eigenes großes Büro. Ich brauche Ruhe und Platz, um mich zu konzentrieren. B. Eine zwanglose Lounge. Die besten Ideen habe ich mit Kaffee in einem Sessel. C. In einer Arbeitsnische bin ich am produktivsten. Oder D. Ich liebe es, in meinem Lieblingscafé zu arbeiten. Option A verschafft dir 10 Punkte, B ist 40 Punkte wert, C bringt dir 20 Punkte ein und D 30. 14. Wärst du lieber A. ein auf der ganzen Welt bekannter und gefürchteter Schurke, B. ein unerkannter Held, für dessen Taten jemand anders den Ruhm einheimst, C. immer glücklich, aber arm, oder D. der reichste Mensch der Welt, aber für immer allein. Hast du dich für A entschieden, holst du dir 20 Punkte. B bringt dir 30 Punkte ein, C 40 und D ist 10 Punkte wert. Und 15. Belohne dich nach all diesen schwierigen Entscheidungen erstmal. Suche dir ein Dessert aus. A. Brownies über alles, die erinnern mich an zu Hause. B. Ein Sundae-Eis bitte mit Karamellsoße und Nüssen. C. Mein Lieblingsnachtisch ist Salat. Du weißt schon, gesunde Ernährung. Oder D. Für mich bitte eine vollgepackte Obsttorte mit mehreren Schichten. Brownie-Fans bekommen 30 Punkte, Sundae-Fans 40. Zum Salat gibt es 10 Punkte dazu und die Torte verschafft dir 20. Zeit, deine Punkte zusammenzuzählen. Ist dein finaler Stand 150 bis 260 Punkte, bist du zur Geschäftsperson geboren. Du besitzt einen analytischen Verstand, kannst große Datenmengen perfekt verarbeiten und bist super im Multitasking. Du hast ein Auge fürs Detail und einen Blick für das größere Ganze. Unternehmer, PR-Manager, Makler oder Eventplaner sind die perfekten Jobs für dich. Hast du zwischen 270 und 380 Punkten gesammelt, dann bist du der geborene Wissenschaftler oder Entdecker. Du liebst es, Logikrätsel zu lösen und Theorien zu spinnen. Du blickst in die Zukunft und möchtest etwas Großes für die Menschheit leisten. Du hast keine Angst vor dem Unbekannten. Du wärst super als Ingenieur, Biochemiker, Pilot oder sogar Astronaut.